Damit willkommen zu meiner Opening von meiner Dark Neil Storm Display. Habe ich versprochen, nach Rising Rampage von letzter Woche, glaube ich, holen wir uns noch das Dark Neil Storm rein. Einfach zum Zanglück komplettieren, weil tatsächlich ist im Dark Neil Storm nicht so viel Wertvolles drin. Wo ich jetzt müsste sagen, mal für das lohnt es sich, das Set zu holen. Es hat zwei, drei gute Karten drin, jawohl. Unter anderem Signet Mining und den Gearsu. Allein wegen denen zu wenden, lohnt sich das Display selber schon preislich. Aber was ist die Chance, dass wir das daraus werden bekommen? Beide. Signet Mining tatsächlich sehr, sehr wichtig für viele Cybers und vor allem, naja, Salaman Great Spieler. Dort ist Gazelle und der Kreis auf Eis gegangen sind. Ich würde sagen, ohne grosse Umschweife packen wir aus und fangen an mit Licht. Wunderbar! Entverpackisiert. Leider wirklich hure hell wegen dem Licht, aber ja, wir schauen, ob es geht. Oh, so sehen die Typen von innen aus. 24 Booster wie immer. 9 Karten pro Booster Pack. So sehen wir hier. Ui. Schick! Alles hört auf zu tun. Geil. Ja. Hoffen mal, die Holo, Rar, was auch immer, ist wieder an vierter Stelle oder so. Aber das könnte sich gerne mal ein bisschen für eure Packung nicht auf tun. Also, wie gesagt, wir wollen sehen Sanit Mining, Ending Gearsu. Vielleicht noch No Material, aber sonst ja. Mal schauen. Überflussdrache wird auch vom Rocket, also vom Revolver gespielt, nehme ich an. Naja. Tyrannen Dino Fusion. Dino Wrestler Terra Parkuro. Was? Terra Parkurio. Okay, Terra Parkurio. Okay, cool. Wolken All die Sturmschlange. Wolken Knall. Entschuldigung. Wolken Support. Nicht so gut, aber hey, Wolkens. Wolken Knall die Sturmschlange. Mordschlag. Xyz Rutschdelfin. Goki der Klingenoger. Psi Reflektor und. Super Quantal, Mech und Geheuer, Lustrex. Okay, ich habe schon mit den Gears so gerechnet, weil Holo und Xyz, aber naja. Super und rares Modo. Hey, der Rest eher raus. Gut, wir haben in unserem letzten Display von Rising Rampage aber auch hure episch gezogen mit zwei verfickten Secret, was auch immer. Gehen Sie nochmal anschauen. Da. Überflussdrache, wieder mal. Oh, keine Zweitgang, Angriffs Wachposten. Nein, komm, konzentriert dich. Angriffs. Mal Wachposten, schau mal. Wachdrachen Reinkarnation. Puslomino, der Absetzlöscher. Der Absetzlöscher. Das sieht geil aus. Gefahringer Drache. Der ist gut fürs Rocket Team Deck. Und im Friedhof ist, kann man auch eine Spezialbeschwörung beschwören, wenn es Rocket wie sie von Wenn ihr im Friedhof ist, können wir auch Spezialbeschwörung beschwören, wenn ein Rocket, also Raketenmonster, auf unsere Spielfeldseite kommt. Für Spezialbeschwörung. Das ist nicht schlecht. Hätte ich gerne einen Superar. Aber ja. Dino Wrestler, Koe, Lasi, Lat, genau. Schicksalsherd, Ziehhand. Magi Dolce, Lehrerin. Oh, Brillfui. Brilluffel. Brilluffel, dummer Name. Magi Dolce, sollte irgendein so was Structure Deck kommen? Hat einmal zur Verfügung gehabt in der Auswahl, wo wir das können für Structure Deck abstimmen können. Hat ja Dings gewonnen, Shadow. Aber ja, Magi Dolce, wollte ich auch mal spielen. Und für das muss ich mehr Karten haben. Vor allem muss es besser werden. Und wenn ein Neo-Superkontal mich gehört, Plaster Magna. Könnte ich etwas Neo-Superkontal? Ich bin nicht so der Maschinen-Cyber-Naja-Typ. Cyberdrach, klar. Aber nicht so das Maschinen-Mech-Quantal-Blabla-Zeugs. Darum müssen wir hier vielleicht ein bisschen aushelfen. So, wir haben Geschwindigkeitsdrift. Dino Wrestler, Chimera T-Rexel. Das ist da nicht Super oder Ultra? Nein. Super Quantal Union Magna Formation. Na, gefallen mir nicht so, die Roboter. Puzzlemino, der Absetzlöscher. Wieder mal Volkien Rosol. Ah, wieder Volkien. Pegasus Flügel, Alter Geist Fifinalak. Okay. Dino Wrestler, Giga Spino Vate. Und Orchest Crescendo. Ah, Orchest, ja. Hure am Abgehen momentan. Hat sich ein bisschen Cyber, Salaman Great und Sky Striker als häufigste Decks verdrängt.
Jeder Dober spielt Orcist in den verschiedensten Kombinationen. Sei es Orcist Lunalight oder Orcist Cyberdrache oder whatever. Orcist momentan am durchgehen. Superquantal, Alfen, Rufbeschwerde, Überflussdrache, Schneemann-Effekt, Mantra-Wichtel, Schreckenstarre, Neoflammwelt-Dame, Altergeist, Spukfelsen, Großramander Fennec, Angriffsneustart und ein Fusionsschicksal. Sind Schicksalshelden etwas? Weiß es nicht. Jetzt im neuesten Legacy of the Duelist mit dem Bakura hat es ja noch ein bisschen Evil Hero Support gehabt, also allgemein Hero Support. Ja, mal schauen. Handigalopp, cool. Dino Wrestler Eskrima Menchi. Goki der Hartkörper-Oger. Goki der Klingen-Oger. Firewall-Wächter. Ah, gut für Cybers. Altergeist Dragvirion. Crusadia Testament. Amphibisches Schwarmschiff Alblowal. Genau, der Sneak-Promo. Und. Mystic Mine. Mystische Mine. Ah, wie die Karte verhasst ist. Immer noch. Hat aber nicht grosse Relevanz. Mittlerweile sind sie ein bisschen, naja, nicht mehr so viel gespielt, wie es damals gespielt worden ist, wie sie verhasst worden ist, die Karte Mystic Mining. Du kannst nur, glaube ich, nur einen Angriff und deinen Monster-Effekt aktivieren, wenn du weniger Karten als den Gegner hast, irgendwie so. Also Monster. Und Sky Strike zum Beispiel haben das halt einfach ausgenutzt. Die haben einfach keine Karte gelegt und ja, machst du mal. Und die Zeit ist ausgegangen und hat einfach nur aufgelegt, mystische Mine. Man hat es zum Glück einigermaßen, wie gesagt, in den Griff bekommen mit der Limitierung von Terraforming, Landformen und wie das andere heisst, Fallen. Metaversum, genau. Aber immer noch nicht gut. Naja. Matrix-Putzer. Yuki müssen wir mit jetzigen Maikashi. Wichtig fürs Maikashi-Deck. Sehr, sehr wichtig. Super Quanta, übrigens beide Promos vom Soul Fusion Specialist gesehen. Beide super rare. Superquantal Union und Magna Formation, genau. Superquantal Alfenruf Beschwerde, Gefahrener Drache schon wieder, Den Wrestler Koel Asiat, Magische Muskete, Verborgene Krone, Chaos Betrüger. Oh, spannend. Und ein Logan Flamme, Valkyrie Monster. Okay, Valkyrie. Valkyrie nicht so interessant momentan. Hoffentlich ändert sich das noch. Ich finde es nämlich noch herzig. Wachdrachen Reinkarnation, Kollapse, Selbstvermächtnis, Terror Wrestler, Exkrima Menschi, Schicksalsheld, Seehand, Volkien Aerosol, X-Wies Rutschdelfin, sie wird uns ein bisschen repetieren, Saryujas Fesseln, okay, du bist in Gefahr. Oh. Ich wollte mal ein reines Gefahrdeck gesehen, toppen. Also, wo gut ist, nicht Gefahr, nicht Danger-Karte mit jemand anderem, Danger Thunder Dragon oder whatever, Danger Orcust, einfach nur ein Danger-Deck. Das würde mich interessieren. Und die erste Ultra Rare, Valkyrie Erda. Da haben wir sie ja, Valkyrie. Valkyrie Erda. Wie gesagt, oder vielleicht habe ich es gar nicht gesagt, lol. Mit der Valkyrie kenne ich mich nicht gross aus. Wenn die Karte etwas macht, sagen Sie mir doch bitte. Mantrawichtel, Schreckensstarre, Goki der Hartkörperoger, Vertretung. Matrixputzer. Cliffhanger, das Weltvermächtnis, das Neoflammweltra, Dame, Sonny Drache, Kaiser Magikar Set, Psyreflektor und Erinnerung an die Hoffnung. Was haben wir da? Ziehe Karten in Höhe drinnen. Nummer-Monster. Nummer wird nochmal. Nummer-Support. Sehen wir doch gern. Ja, bis jetzt noch nicht so der Hammer, hä? Ultra. Ja, ja. Kollaps des Weltvermächtnisses, Schneemann-Effekt, Dino Wrestler, Eskima Menschi, Schicksalsheld, Seehand, Großramander Fennec, Cliffhanger des Weltvernichtnisses, Dino Wrestler, Koela Lasiato und Amphibisches Schwarmschiff von Bifloval und Neo Super Quantum König Blaster Magna. Schon der zweite, oder? Einmal Dean, Super Quantum Alfendruf, Beschwerde, Abwürfeln. Geiler Name. Cybers Manor, aha. Ich glaube, wir haben ihn nicht im Deck. Vertretung, Crusader Testament, Xyz Rutschdelfin, Puzzlomino, der Absetzlöscher, fünfte Valkyrie und Nomolen. Mystic Mining. Mystische Mine. Okay, cool. Allerdings heute keine mystische Mine, sondern ein Signet Mining, genau. Keine Mystic Mining, sondern Signet Mining, genau. Dino Wrestler Terra Barcurio. Super Quantal Union Magna Formation. Yuki müssen wir die einzige Mal. Kashi Alter.
Kannst du finden, guck dir Klingen auch gerade als Drag Niri an. Firewall Wächter, alle sagen, du bist in Gefahr. Wieder und. Maßregelung. Okay, die Falle ist auch recht gut. Auch recht hoch vom Preis. Immer noch ungefähr ein Stutz, Stutz 50, vielleicht 2. Was so lange nach Set Reveal eigentlich noch voll in Ordnung ist. Geschwindigkeitsdrift. Angriffswachposten, Mantrawichtel, Schreckenstarre, Matrix Putzer, Neoflammel Dame, Schöpfaltar, die Mantrawichtler Finder, Altergeist, Spukfelsen, Amphibius Flammschiff am Loval, okay, schon wieder. Und Logenflamme schon wieder. Ja, wir haben für Repetition. Das letzte Pack von der ersten Hälfte. Handing up. Cybers, Manner, sorry, Superkontakt auf den Rufbeschwerden. Angriffsmodus 0, Saruchas Fesseln, Volkanresol, Magische Muskete, verbogene Krone. Psyreflektor und der Schützling Gear so, nein, kein Gear so, aber gleich ein Ultra Rare, ein Firewall Xyz Drache. Und somit. Das Covermonster. Cool. Ich finde immer geil, wenn wir Covermonster ziehen. Vor allem, wenn es Anime-Karten sind, was wieder gut sind. Ist nicht so teuer, 17 Rappen, 20 Rappen, keine besondere Karte leider. Ziemlich die schwächste Firewall-Karte, die es gibt, glaube ich. Aber, ich kann ihn gleich brauchen. Ich habe ihn in meinem Cyber-Stack, just in case. Und das Hardwork gefällt mir mega gut. So, zweite Hälfte, dann ist das Display auch schon leer. Tina Wrestler, Kampfgeist, Anga, Superkontakt, Union, Magna-Funktion, Gokiter, Hardcore-Bruger, Altergeist, Dragvirion, Deus, X-Crawler, Stöpfalthalter, Mantra-Wichler, Finder, D-Taktiken, okay, eine Schicksalskarte, weiß nicht, ob die mittlerweile gut sind, und dann Cherubini, haha, das ist selten und wertvoll, weil die Karte macht BA Burning Abyss, brennender Abgrundkarte, wieder nutz. Nutzvoll, nützlich, egal. Cervini, schwarzer Engel, das brennenden Abgrunds. Ein Secret Rare. Geil! Die ist auch gut. Die nehmen wir sehr gern mit. Tyrannendino-Fusion, Dino Wrestler, Rescue Momenti, Volkian, nein, Wolkenknall, die Sturmschlange, Cliffhanger, das Elfenmächtiges Mordschlag, Sarujas Fesseln, Dino Wrestler, der Koislat. Sterngucken, der Star. Okay, cool. Und nochmal Maßregelung, sehr cool. Cybers, Manner, Matrix, Putzer, Vertretung, Generator, T-Rex, Chimera. Angriffsmodus 0, Schicksalshelz, Handgrosshammer, Fennec. Und nochmal ein amphibisches Schwarmschiff, Fabloval. Wieso? Und Ketten, Fallgrube. Die hat es schon eigentlich gegeben, die Ketten, Fallgrube-Dinger. Übrigens, ich kann ja selber nicht unbedingt das Burning Abyss Deck oder das Brennender Abgrund Deck. Entschuldigung. Und ein Firewall-Drache habe ich ja schon, darum werden alle Karten, die ihr bis jetzt gesehen habt, eigentlich auf Cardmarket bei mir unterlanden, einfach cardmarket.de. Nach mir suchen, Johnny S, oder einfach nach der Karte suchen, dann den günstigen Schweizer suchen, das wäre in der Regel ich. Wenn ihr Interesse habt an irgendwelchen Karten, jetzt von Dark Neil Storm, Rising Rampage, you name it, alles ist dort. Wo ich nicht den Decks brauche. Dann Wrestler Terra Park, Curio, Tyranny Diffusion, Streitwagen der Valkyrie, Puzzlomin oder Absetzlöscher, Gefahrene Drache, Deus Crawler, Pegasus Flügel. Was bist du? Philo, Bodenfelssöldnerin. Okay, cool, I guess. Und Nixon-Rüstung Abyss Alacia. Alacia, Alacia, was auch immer. Sieht hure geil aus. Ich frage mich, ob ich einen Barenzessin brauche. Nein, ist sehr schlank, aber. Sieht cool aus. Den Wrestlerkampf Kostanga, Yuki Musumedia Zimakashi, Walking-Kall, Sturmklange, Sturmklange, Sturmschlange, Geschwindigkeits Drift, Schöpfaltar, der Matrix, der Erfinder. Erfinder? Ja, Altergeist, Spukfelsen, Angriffsmodus 0, oh, und dann Weltkelch, Wachtrache, Almadruk. Ist das gut? Fusionsschicksal, ach so, ha. Artkörper, Oga. Streitwagen der Valkyrie, Geschwindigkeitsdrift, Dino Wrestler, Chimera T, Rexel, Deus Ex Crawler, Altergeist, Befindela, Cruiser, Testament, Dino Wrestler, Giga, Spino, Spino, Savat, Gott, die Name. Vielleicht machen wir es Dino Wrestler Deck, wenn es ein bisschen cooler mal wäre. Kettenfallgrube als nächstes. Und letztes. Auf der Ratio her kann man nicht sagen, 3 Ultras und Secret ist echt voll okay. Aber Secret. Seine Mining, you know.
Superkonzal Union, Magna Formation, Machtdrachen Reinkarnation, Matrix Putzer, Cliffhanger des Halfen Mechnis, Gurken der Klinge, Nurga, Mordschlag, Pakettausch, TG, Helle, Barten, Kanone, Angriffsmodus, meine Fresse, geht's ja an der Angriffsmodus-Karte. Und Pendel, Hals. Pendelspieler, ist das etwas? Ich schaue es auf VMOA. Schreckenstarre, Direkter, Terra, Parkourio, Handy, Galopp, hoho. Angriffsposten, Firewall, Wächter, Großlander, Fennig. Gefangener Drache, Extra Held, Cross Crusader. Wow! Die Weltkelch Justizarin, ich glaube, die ist auch verfickt gut. Ich glaube, das ist etwas vom Besten, was das Ding ist. Also, ich weiß gar nicht, welche besser ist. Cerubini oder die? Auf jeden Fall ist die Hammer. Wird in ganz vielen Kombinationen gebraucht. Ipp, die Weltjustizarin. Die ist auch sehr gut. Wolkenknall, die Sturmschlange. Streitwagen der Valkyren, Überflussdrache, Wolkenerosol, Kaiser Magikarset, Alter Geist, Spukfelsen, Goke, Klingenoger. Du bist in Gefahr. Das bezweifle ich. Und dann noch eine dritte Maßregelung. Wir haben das Playset von einer sehr coolen Karte. Sehr gut. Dank Armor. Kollaps ist bei der Vernichtung, dass der Rüssel Wechsel T. Schmieren. Nein, Schmieren T. Rexel, genau. Alter Geist, Finalak, Deus Ex Crawler, Firewall, Wächter, Angriffs, Neustart. Bei den Angriffsmodus-Karten. Sternstab-Angriffsmodus und Drachen-Angriffsmodus. Maja Kashi Winter, hey. Die ist okay. Nicht, dann muss ich spielen, aber es ist voll easy. In meinem Maja Kashi Deck. Dein Wrestler Terra Parkourio, Vertretung, Handigalopp, Mordschlag, Gefahringer Drache, Puzzle Mino Drapte, Slasher, Dein Wrestler Koyar Salat und Stern. Gucken der Star und so gut letzt. Geh. Großsalamander Heilwiederkehr. Aber hey, 4 Ultras, 2 Secrets, unter anderem Ip und Cerubini. Von mir geht es Bewertung. Gut. Ja, ich glaube, da kann ich zufrieden sein. Bei den Supers haben wir einen Superkontroll mit dem Gürlisterex. Nein, wir haben sogar zweimal neue Superkontroll mit dem gepassten Magna. 2 Fusionsschicksal. Ein Maikasche Winter, 2 mystische Mine, ein Orcus Crescendo, 2 Kettenfallgruppe, 3 Maßregelung, 2 Logenflamme, 1 Pendelhalt, dafür noch eine Erinnerung an die Hoffnung. Ein Großalamander, Heilwiederkehr, Nixenrüstung, Abyssal Lancia, Firewall Xyzdrache und Valkyrie Erda. Ja, voll easy. Highlights natürlich, ein Ip und ein Cerubini. Cool. Wie gesagt, ich habe ein positives Fazit. Zocken, ich hoffe, ihr seid auch eins. Ghost Rare, lol. Schön, dass ihr mit mir dabei wart. Bis dahin und ciao.